Servus Leute, heute habe ich eine Tierlist für euch und zwar ranken wir die Räume im Resort auf Shoreline, die abgeschlossenen und auch die offenen Räume, was da zu holen ist, welcher Raum sich wirklich lohnt und welche sich eher nicht so lohnen, werde ich euch alles mal in eine Liste packen und außerdem werde ich euch zu jedem Raum, wenn ich drüber rede, eine kleine Einblendung zeigen, wo ihr genau den Loot in dem Raum findet, wo ihr schauen müsst und dass ihr das auch als kleinen Guide verwenden könnt. Viel Spaß mit dem Video. Für diese Tierliste werde ich euch alle Keys vom Resort und auch alle offenen Räume im Resort einfach mal ranken in eine Tierliste von S bis F, das ist das gängige Format. Und ich werde euch auch im Zuge dessen zeigen, wo dieser Raum ist und auch eine kleine Einblendung laufen lassen bei den Räumen, die ich für gewöhnlich loote, für die ich die Keys dabei habe, wo genau der Loot ist, also einfach mal ein kurzes Video zu schauen, wo ihr hinschauen müsst, wo zum Beispiel eine Red Keycard liegt, wo Boxen sind, wo der Loot eigentlich spawnt. Das könnt ihr da in der kleinen Einblendung sehen und ja, dass ihr das auch als kleinen Guide verwenden könnt. Und ich denke, wir gehen so vor, wir fangen im Westwing an. Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, machen den Westwing. Dann gehen wir rüber ins Admin oder Main Building, schauen uns das an und dann machen wir den Eastwing, erster, zweiter, dritter Stock. Und außerdem hier den Krankenwagen habe ich auch noch mit reingenommen. Und dann fangen wir auch direkt an. Also Westwing, man kommt hier rein und der erste Raum wäre 104. Dieser Raum hat einen Blue Keycard Spawn, hat eine Möglichkeit auf einen Ledex Spawn und ja, hat einiges an Medloot. Ich würde ihn mal auf B-Tier ranken. Er hat ein bisschen Loot, Blue Keycard ist echt selten da, aber auf jeden Fall ein Raum, den man immer mitnehmen sollte. Und dann gehen wir weiter, dann gibt es den 112, das ist auch im Erdgeschoss hier. 112, ebenfalls ein Blue Keycard Room und der hat die Blue Keycard und zwei Duffelbags sowie, ja, ein bisschen Loot so liegen, ein bisschen Essen. Moonshine kann da theoretisch spawnen. Überall, wo Essen spawnen kann, kann Moonshine spawnen. Aber da er recht wenig Loot hat, ranke ich den auf C. Außerdem, dann haben wir hier noch einen Green Keycard Spawn im Erdgeschoss. Und das ist hier unten, das ist der West. Ja, ich habe ihn mal 000 genannt, weil der hat keine Raumbezeichnung. Deswegen ist es der West 000. Der hat einfach einen Green Keycard Spawn und einen PC. Den ranke ich mal auf D. Ich habe die Green Keycard da noch nie gefunden. Aber ja, ein PC ist noch drin. Lohnt sich auf jeden Fall hinzuschauen. Der Raum ist offen. Man kann schnell schauen, liegt die Green Keycard da unter der Tastatur oder nicht. Kann man mitnehmen. Dann gehen wir weiter. Das war es auch schon im Erdgeschoss. Wir nehmen noch schnell den Keller mit. Und zwar im Keller des Gym gibt es natürlich einen Red Keycard Spawn. Wenn ihr hier die Treppe runtergeht, dann kommt ihr hier ins Gym. Und da ist ein Red Keycard Spawn links im Regal. Und außerdem gibt es ein paar Duffelbags und ein bisschen Essensloot. Mal sehen, wo haben wir hier das Gym? Da, West Gym ist, ja, ranken wir auf C. Red Keycard Spawn ist natürlich ein sehr guter Raum. Sollte man auf jeden Fall immer mitnehmen. Aber ich habe da schon eine Red Keycard gefunden, aber sie ist natürlich sehr, sehr selten. Und ansonsten gibt es da nicht so viel Loot. Dann gehen wir in den zweiten Stock. Westwing. Und ja, wir kommen hier die Treppe hoch und gehen dann nach links. Und dann ist der erste Raum. Auf der linken Seite ist dann, dass ich das nicht verwechsel, West 221. West 221, West 218 und West 222 sind alles derselbe Raum, alles derselbe Key. Von daher, ich habe immer 221 dabei. Das ist auf jeden Fall ein A-Tier-Raum, weil da gibt es einiges an Loot. Da gibt es einen Red Keycard Spawn, da kann Essen spawnen, da kann Munition spawnen. Da gibt es Duffelbags, da gibt es Medbags, da gibt es einen M4 Spawn auf dem Balkon. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Raum. Wobei, um es gerecht zu machen... Nein, wir ranken ihn auf B. Weil letzten Endes der Loot, der an sich rumliegt, ist nicht ganz so viel wert. Da gibt es bessere Räume. Der Red Keycard Spawn macht natürlich den Raum sehr interessant. Deswegen ist er auf jeden Fall auf B. Aber wie gesagt, Red Keycard sehr selten. Dann kommen wir zum nächsten Raum gegenüber. Und das ist der 219. Moment, nee, 220 Raum. Das ist Raum 220. Und den ranken wir mal auf C-Tier. Da gibt es einen High Valuable Spawn, da können Bitcoins, Goldchains und sowas spawnen. Es gibt zwei Waffenboxen und das war es auch eigentlich schon, aber man nimmt ihn auf jeden Fall mit, wegen dem High Valuable Spawn. Dann der Raum daneben, 219, werde ich jetzt hier nicht mit einnehmen, da ist glaube ich bloß eine Waffenbox mit drin. Das ist eigentlich ein Questraum, der lohnt sich nicht wirklich, für den habe ich jetzt auch keinen Key hier parat, aber deswegen ist er nicht drin, weil das eigentlich bloß ein reiner Questraum ist. Und dann kommen wir zu 216 West, das ist ebenfalls, ja, ein C-Tier-Raum, würde ich sagen. Da können auf der linken Seite, ja, eine Grafikkarte kann spawnen. Außerdem gibt es zwei Waffenboxen, es gibt zwei Granatenboxen. Und es kann Munition rumliegen, sowie, ja, Essen und auch wieder ein Moonshine. Überall, wo Essen spawnen kann, kann Moonshine liegen.
ist C-Tier für mich. Und dann 2-1-6 sind wir durch. Dann gehen wir weiter. Dann kommen wir noch zu 205. Der ist vor der Skybridge. Westwing 205. Ist ein B-Tier-Raum. Da ist ein Red Keycard Spawn. Da ist einiges an Loot auf dem Boden. Seitdem der Loot überarbeitet wurde auf Shoreline, seit ja, Mitte letzten Vibe, hat er viele neue Loot-Spawns bekommen, der Raum. Das ist einer der, der wirklich profitiert hat. Da kann auf dem Loot, ja, da können Ledex spawnen. Und ja, eine Red Keycard im zweiten Raum. Es gibt Duffel, es gibt zwei Medbags. Und ich glaube, auf dem Balkon ist auch noch eine Waffenbox. Also lohnt sich auf jeden Fall der Raum. Immer mitnehmen. Dann können wir auch schon in den dritten Stock Westwing gehen. Dritter Stock Westwing gibt es eigentlich bloß drei interessante Räume. Da fangen wir an. Es ist 3-2-1. Da ist nämlich ein Safe drin. Das ist der Westwing 3-2-1 Safe. Ein Safe ist ein Safe. Ja, da können Bitcoins drin spawnen, kann ganz Gutes drin spawnen, aber auch einfach mal bloß 2000 Rubel. Von daher, Safes ranke ich einfach mal auf ja, D-Tier. Kann man schnell mitnehmen. Muss man nicht. Ich nehme nicht immer mit. Wenn ich Zeit habe, dann nehme ich ihn. Aber ist jetzt nicht so spannend, ist einfach bloß ein Safe. Dann haben wir West 311. West 311 ist ein offener Raum und das ist auch einer der Räume, der massiv profitiert hat von Loot-Spawns, seitdem Shoreline überarbeitet wurde vom Loot. Und da können Grafikkarten spawnen, Bitcoins, Ledex habe ich da alles schon gefunden. Auf jeden Fall einen Raum immer mitnehmen und er ist offen. Ihr braucht keinen Key, der Duffelback ist auch noch drin. Vier Loot-Spawns, also ich habe da schon echt gutes Zeug rausgeholt. Ist auf jeden Fall ein Biertier und für einen offenen Raum sehr, sehr gut. Dann kommen wir zum 306 in Gangrunner. Der ist hier. Das ist ein Questraum und ja, da liegt ein bisschen was drin, ein paar tote Scavs. Und hier und da kann ein bisschen Metal Loot spawnen. Aber ich sag mal, ich rank den auf D. Ich lasse den Raum eigentlich immer aus. Ich habe jetzt aber mal mit drin. Kann man mitnehmen, muss man nicht. Wie gesagt, D-Tier-Raum. Schaut rein, wenn ihr was looten wollt. Dann kommen wir zu West 301. Und der ist hier vorm Fenster. Und das ist meiner Meinung nach ja der beste Raum im Resort. Der beste Raum im Resort. Ich setze ihn ganz klar auf S hier. Er hat sau viel Loot. Er hat auch viel mehr Loot-Spawns bekommen von dieser Überarbeitung auf dem Boden. Ledex, Grafikkarte, Bitcoin, Ophthalmoscopes, Defibrillator, kann man da alles finden. Und es sind letzten Endes zwei Räume. Und ja, er ist immer gut gefüllt. Zwei PCs stehen auch noch drin. Das ist ja, geballte Ladung Loot auf sehr kleinem Raum. Auf jeden Fall ein S-Tier-Raum. Dann sind wir mit dem Westwing durch. Und dann gehen wir weiter Richtung Admin Building. Und das Admin Building habe ich einfach mal als einen kompletten Raum eingeordnet. Und da gehören diese zwei Keys letzten Endes dazu. Es sind die zwei Safe Keys vom Admin Building. Die werde ich einzeln ranken, aber letzten Endes das Admin Building als einen großen Raum. Und da geht's los. Da sollte man unten die Treppe im Erdgeschoss oder beziehungsweise im Keller, da ist so ein Wagen. Da kann eine Grafikkarte drauf spawnen. Der Dex, ein Moonshine. Habe ich da alles schon gefunden. Auf jeden Fall diesen Wagen checken. Seht ihr in der Einblendung. Und dann der Rest von dem Loot ist dann im oberen Bereich, im ersten Stock vom Admin Building. Und da gibt es hier hinten Red Keycard Spawn an der Stelle. Dann gibt es hier den Safe an der Stelle plus PCs. Gibt es, glaube ich, 8 Stück im Admin Building. Das lohnt sich auf jeden Fall. Hier ist der Safe, da ist ein PC. Da können Grafikkarten überall in den Regalen spawnen. Tetris, das ganze Zeug. Und dann haben wir hier noch einen Key Spawn für West 216. Irgend so ein Key kann hier auf dem Schreibtisch spawnen, außerdem ist hier wieder ein PC. Dann gibt es hier in dem Raum 5 PCs und auch noch offenen Loot. Könnt ihr checken, hier ist ein Duffel, da ist der 104 Spawn für ein Westwing. Hier spawnt auch ein Key, außerdem hier hinten in dieser kleinen Toilette im Spind spawnt ein Key. Außerdem haben wir hier wieder, halt Moment, hier haben wir einen Safe, sowie ein paar Cabinets und einen unbestätigten Red Keycard Spawn. Da bin ich mir nicht sicher, ob der stimmt, außerdem noch ein Duffelback. Also das Admin-Building ist auf jeden Fall komplett komplett mit den Saves, allem drum und dran, auf jeden Fall A-Tier. Offener Bereich, bis auf die Saves, kann man auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn man keine Keys hat. Schaut rein, holt euch den PC-Loot und ja, da können inzwischen ja viele Grafikkarten drin spawnen. Lohnt sich immer, das Admin-Building mitzunehmen, auch wenn man keine Keys hat. Außerdem, ja, die beiden Saves, unabhängig davon, da Saves sind, ranke ich dann einfach mal auf D-Tier, weil für sich gesehen, ja, sind sie halt einfach bloß Saves. Dann kommen wir zum Eastwing. Und im Eastwing geht's los mit 110, der Senator Raum, der Key with Blue Tape. Und das ist der hier. Und der hat einen Ledex Spawn. Da können Grafikkarten, glaube ich nicht, Bitcoin
und so ein Zeug kann da spawnen. Mad Loot liegt rum und ich würde ihn auf jeden Fall auf A-Tier ranken. Also ich habe da schon öfters Ledex gefunden und er hat allgemein einen sehr, sehr guten Loot auf kleinem Raum und kann man auf jeden Fall auf A-Tier ranken. Und dann gehen wir weiter, dann kommen wir zum East 107, der ist hier. Moment, man geht hier rein, genau, East 107, der ist hier. Da gibt es ein paar Duffels, eine Madbag, man kann da einen Ledex finden mit kleiner Wahrscheinlichkeit und auch Grafikkarten und sowas. Und ich rank euch den einfach mal auf B-Tier. Wie gesagt, die Ledex-Wahrscheinlichkeit ist da ein bisschen kleiner. Es gibt so Räume, da ist sie sehr gering. Dann gibt es Räume, da ist sie einfach höher. Also bei Räumen, wo sie höher ist, ist 301 West, East 110 und so diese Räume. Dann sind wir auch schon im Erdgeschoss fertig. Hier hinten um die Ecke gibt es noch den Hausmeisterraum mit Regalen. Den könnt ihr euch natürlich anschauen. Die habe ich jetzt mal nicht mit reingenommen in das Ranking. Dasselbe gilt hier für den Westwing, diesen Hausmeisterraum. Da sind ein paar Regale für gute Barter-Items. Nehmt die mit, schaut rein, wenn er eh schon dran vorbeiläuft. Ist offener Loot, einfach zugreifen. Dann gehen wir in den zweiten Stock im East Wing. Dann kommen wir hier hinten die Treppe hoch. Und dann fangen wir an mit 222 bzw. 226 East. Das ist derselbe Raum, je nachdem, welchen Key ihr habt. Und für mich ist das ganz klar auch A-Tier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn vielleicht auf S-Tier ranken soll. S-Tier, A-Tier. Wir ranken ihn mal auf S-Tier. Wir ranken ihn auf S-Tier. Selber wie 301. Er ist ein bisschen schlechter als 301, aber für mich ein S-Tier-Raum. Ledex, Grafikkarte, Bitcoin, Ophthalmoscopes, Defibrillator. Das ganze gute Zeug kann da spawnen. Dann eine Granatenbox ist noch da. Bisschen, technischer Loot und sowas. Und Waffenspawns, eine Waffenkiste ist auch noch da. Könnt ihr alles mitnehmen. Sehr zu empfehlender Raum. Auf jeden Fall der zweitbeste im Resort. Zusammen mit 301 West. Dann gehen wir weiter. Hier 218. 218 East. Das ist ein offener Raum und das ist ein Red Keycard Spawn. Und der ist schnell gelootet. Da rennt man mal schnell rein. Beziehungsweise, wo haben wir die anderen Red Keycards eingelootet? Ah, rank mal auf C. Red Keycard habe ich da noch nie gefunden. Es ist noch eine Duffelbag da. Könnt ihr schnell reingehen. Die spawnt da auf dem Schreibtisch. Wird euch angezeigt in der Einblendung, wo ihr hinschauen müsst. Kann eine Red Keycard spawnen und die Duffelbag könnt ihr mitnehmen, wann ihr wollt. Und dann gegenüber haben wir den 219. Auch ein offener Raum und der hat auch profitiert vom Loot Rework mit den letzten Vibes. Da können jetzt Ledex spawnen, Grafikkarten, Bitcoins. Auf Timoscopes habe ich da alles schon gefunden. Offener Loot, auf jeden Fall B-Tier, schnell mitnehmen. Sehr guter Raum. Dann haben wir noch auch wieder einen offenen Raum 209, beziehungsweise verbunden mit 213. Und auch ein Raum, der seit neuestem, oder was heißt seit neuestem, seit einem halben Jahr circa einen Ledex spawn hat. Und offener Loot, Waffenboxen, eine Madbox, Madcase und sowas ist da auch noch drin. Also da könnt ihr einen Ledex finden auf Timoscope. So Madloot im Allgemeinen. Gut, und das war, zweiter Stock, Moment, 206 haben wir noch. Wir haben noch 206 East. Hier vor der Skybridge, 206 East, ein sehr guter Raum mit einem, Bitcoin-Spawn, Goldchain-Spawn hinten in der Schublade, sowie Box, der Duffelbag sowie drei Waffenkisten ist auf jeden Fall ein B-Tier-Raum. Wo haben wir ihn? Da ist er. Setzen wir auf B-Tier. Sehr guter Loot. Bisschen riskant, immer vor der Skybridge den aufzumachen, weil wenn einer rüberschaut und euch beim Aufmachen sieht, dann erschießt er euch, weil ihr ein echt einfaches Target seid. Passiert mir aber nicht oft. Also ich nehme den Raum immer mit. Ist Risiko. Schaut einmal hier rüber, ob einer piekt und dann macht den Raum auf und geht ihn looten. Sollte eigentlich okay sein. Und dann kommen wir in den dritten Stock vom East Wing. Und ja, wir kommen einfach mal sehen, wo fangen wir an? Wir fangen hier auf 306 an. Einfach von rechts nach links gehen wir hier durch. 306 East ist auch, mit vier PCs, DVL-Spawn, wieder ein Bitcoin, Goldchain-Spawn, ein Valuable-Spawn. Und im zweiten Raum haben wir noch Bed-Spawns sowie Duffelbag und sowas. Und Moonshine kann da auch sein. Ist auf jeden Fall auch B-Tier. Nimmt man mit. Besonders wegen den PCs und sowas. Sehr zu empfehlen. Und dann gehen wir weiter zu 310. 310 East. War mal ein sehr guter Raum. Es können Bitcoin drin spawnen. Zwei Valuable Spawns auf dem Tisch. Zwei Duffelbags sind drin. Aber nicht mehr so ergiebig wie früher mal. Ist für mich nur noch ein C-Tier-Raum. Kann man aber auf jeden Fall mitnehmen. Dann weiter geht's. Haben wir hier 314. 314 East. Ist für mich auch... unteres C-Tier, sag ich mal. Unteres C-Tier. Er lohnt sich nicht wirklich. Ah, nun gut, er lohnt sich schon. Ledex kann das spawnen. Ich habe diesen Vibe da noch keinen Ledex gefunden. Es ist eine Madbag drin. Man kann ein bisschen
Geld finden, eine Waffenkiste ist auch noch drin, eine große, also auf jeden Fall unteres C-Tier. Kann man mitnehmen, den Raum. Dann ein Raum, den habe ich dabei, aber ich lasse ihn gerne mal aus, ist East 306, ich mag es einfach nicht, wo man da aufschließt und so. Der hat viele Waffen-Attachment-Spawns und eine Medbag auf dem Balkon, ist für mich D-Tier, nicht so prickelnd, ist ein Raum, den kann man auch gerne mal auslassen, nicht so wichtig. Gehen wir weiter und das ist der offene, das ist der Schweineraum. Mit dem Markt-Circle, den braucht man auch einmal für die Quest zum Marken. Der ist offen, da ist, der Schweineskef liegt da tot in der Badewanne und außerdem außenrum auf dem Markt-Circle können Goldchains spawnen. Im Ohr kann eine Goldchain spawnen, Bitcoin habe ich da auch schon gefunden. Ist auch ein C-Tier-Raum, dafür, dass er offen ist. Sehr guter Loot, kann man schnell durchgehen und mitnehmen. Dann kommen wir zu East 327, auch ein offener Raum, geht es hier um die Ecke. Und da gibt es ein paar Regale für Barter-Loots. Es gibt eine Medbag, eine Duffelbag. Und es ist auf jeden Fall auch ein, D, C, D, C. Wir nehmen ihn mit. Wir packen ihn mal auf oberes D. Oberes D, da kann man ganz gutes Zeug finden. Aber ja, da es offen ist, lohnt sich's halt. Und dann kommen wir ans Ende zum 328-Room, den ich gerne mit dem Utility-Key aufmache. Es gibt natürlich auch den 328-Key selber, aber hier hinten der Raum, das ist der Utility-Raum, der Key öffnet auch noch andere Räume, zum Beispiel im zweiten und im dritten Stock hier auf Eastwing immer diesen Endraum. Da sind, glaube ich, ein paar Jacken drin und auch ein paar Regale. Also wenn man diesen Utility-Room-Key hat, dann kann man damit auch in 328 rein über den Balkon. Und das ist für mich ein C-Tier-Raum. Da ist ein PC drin. Da kann, ein bisschen Waffen-Attachments und sowas. Und auf dem Schreibtisch hier in der Ecke können Goldchains und Bitcoins spawnen. Ist für mich ein CT-Raum. Kann man sehr gut mitnehmen. Und dann haben wir noch eine Besonderheit. Und das ist der Krankenwagen. Hier unter der Skybridge zwischen den Wings. Und der Krankenwagen ist besonders. Hinten drin kann Medloot spawnen in der Klappe. Und davor, da kann unter anderem auch ein Ledex spawnen. Und mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit und rechts in der Fahrertür, unten im Einstieg, im Fußraum, kann eine Blue Keycard spawnen. Das heißt, Blue Keycard spawnen, diesen Krankenwagen kann man, man kann ihn mitnehmen. Ich rank ihn mal auf unteres C. Ist ein hohes Risiko da zu looten, muss man abschätzen. Man kann auch von innen vom Eastwing schauen, ob der Seite von der Tür die Blue Keycard spawnt und dann kann man hinlaufen. Ich nehme ihn bloß mit, wenn ich da am Anfang vorbeilaufe und schaue kurz rein. Aber ansonsten bleibe ich da sehr ungern stehen und um da zu looten, weil es halt einfach gefährlich ist, weil man von überall gesehen werden kann. Und das war mein Ranking für die Resort Keys bzw. Räume. Und ich habe jetzt auch einige Räume weggelassen. Ihr seht, E und F Tier habe ich jetzt gar nicht belegt. Aber ich finde, es gibt halt viele Räume, über die braucht man gar nicht reden im Resort auf Shoreline. Und wenn jetzt die Räume nicht da sind, dann sind die einfach nicht so geil zum Looten. Da kann halt irgendwie meine Duffelbag drin sein oder ähnliches. Aber alles, was ich jetzt weggelassen habe, ziehe ich einfach gar nicht in Betracht zum Looten. Das könnt ihr so nebenbei mitnehmen, wenn ihr wollt, wenn ihr da was kennt. Aber finde ich, hat in dem Ranking jetzt hier nichts verloren und würde das Video nur unnötig lang machen. Deshalb habe ich die einfach weggelassen, E bis F Tier. Gibt es genug Räume, wo einfach nichts drin ist, aber die sind hier halt dann einfach nicht aufgeführt. Und ich hoffe, ihr könnt mit dem Ranking übereinstimmen oder ihr könnt mir ja mal in die Kommentare sagen, was ihr anders machen würdet. Das ist hier auf jeden Fall meine Tierlist für alle Räume auf Shoreline. Im Hintergrund seht ihr sie nochmal, meine Tierliste zu allen relevanten Räumen auf Shoreline. Und ich hoffe, ihr könnt das Video auch ein bisschen als kleinen Loot-Guide verwenden mit den Einblendungen. Außerdem werde ich in der Beschreibung bzw. im ersten Kommentar unten, werde ich euch alle Räume nochmal verlinken, sodass ihr hin und her springen könnt im Video. Und außerdem auch den Tarkov-Wiki-Eintrag zu jedem Raum, wo nochmal genau aufgelistet ist, was da genau spawnen kann. Und Leute, denkt dran, ich bin nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Den Link findet ihr auch unten in der Description oder im Kommentar. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst. Und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben und einen Kommentar unter dem Video. Das hilft mir auch immer sehr mit dem YouTube-Algorithmus. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf YouTube oder auf Twitch eben. Macht's gut und bis dann.